10% Dividendenrendite bei der British American Tobacco Aktie. Sollte man diese Aktie jetzt kaufen? Hier gab es in den vergangenen 2 Wochen spannende Meldungen, die möchte ich mit dir jetzt mal teilen und bin da auch wirklich auf deine Meinung gespannt. Deswegen auch immer gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, folgende Situation. British American Tobacco lockt uns Einkommensinvestoren aktuell mit sagen und schreiben 10% Dividendenrendite. Das Unternehmen hat selbst über 25 Jahre hinweg die Dividende jährlich erhöht, schüttet die Dividende quartalsweise mittlerweile aus, hatte das, glaube ich, vor 5 oder 6 Jahren umgestellt von halbjährlich auf quartalsweise und das Unternehmen selbst hat aktuell einen Marktwert von 53,4 Milliarden britische Pfund. Warum sage ich das? Weil es hier natürlich einige spannende Meldungen gegeben hat. Die möchte ich dir jetzt gerne mal kurz vorlesen. Und zwar hat das Unternehmen selbst jetzt ein Aktienrückkaufprogramm von 1,6 Milliarden britische Pfund beantragt und das Ganze soll bis ins Jahr 2025 gehen. So, 1,6 Milliarden sind 3% vom Marktwert. Das heißt einfach mal 3% von den ausstehenden Aktien werden aktuell zurückgekauft. Das liegt unter anderem daran, dass man die Beteiligung an ITC veräußert hat, also ein Bruchteil davon, insgesamt 3,5%. Vorher hat man hier zum Beispiel 29% gehalten, diese Aktien. Und hat jetzt 3,5% verkauft und hat einen Nettoerlös von 1,57 Milliarden britische Pfund bekommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich hier einen Denkfehler drinnen habe und deswegen brauche ich da auf jeden Fall auch mal kurz dein Feedback dazu. Also wir sagen jetzt 7 Milliarden britische Pfund haben sie ja verdient und das Ganze haben sie für eine Beteiligung von 3,5% bekommen. Das heißt ja dann im Umkehrschluss, das sollte ja 1% wert sein aktuell. Und die haben aber noch 25% von diesem Unternehmen in den Büchern drinnen. Dann heißt es ja eigentlich, und wir reden hier von Nettoangaben, dass das Unternehmen noch irgendwo über 11 Milliarden Vermögenswerte hat, die sie noch nicht veräußert haben. Und das finde ich eigentlich aktuell so extrem spannend. Also wie gesagt, es kann sein, dass ich hier einen Denkfehler drinnen habe, aber ich habe das so oft durchgerechnet, dass ich davon überzeugt bin, dass es stimmt, weil wenn man jetzt mal, nehmen wir mal wirklich diese Annahme an, irgendwann verkaufen sie diese Beteiligung, tilgen mit der Hälfte die Schulden und die andere Hälfte würden sie für ein Aktienrückkaufprogramm hernehmen. Das heißt ja im Umkehrschluss, die könnten hier einfach mal so Chili Vanilli 10% der ausstehenden Aktien zurückkaufen. Es ist natürlich alles nur eine Spekulation, das muss man auch dazu sagen. Aber wenn man sich dann die Finanzzahlen natürlich für die Zukunft anschaut, hier aktuell ist mein KGV, nehme ich halt gern her, 7,3, 6,8, 6,4. Buchwert, natürlich hat man hier in dem vergangenen Jahr sehr viel Buchwert abgeschrieben, aber wenn das Unternehmen diese Beteiligung abstoßen könnte und dafür eine richtig gute Summe Geld kassiert, dieses Geld richtig anwendet im Unternehmen drinnen, dann sehe ich aktuell hier wirklich spannende Möglichkeiten. Wie gesagt, ich bin hier schon investiert und vom Chart her sind wir aber immer noch in einem Abwärtstrend drinnen, aber ihr seht es hier auch. Man testet diesen Abwärtstrend, man hat ihn hier getestet, das war Anfang Februar, jetzt ist Mitte März, hat man das Ganze nochmal getestet und morgen ist natürlich erstmal Ex-Dividenden-Day, das heißt einfach vom Kurs her werden wieder 2,5% abgezogen, aber die Range zwischen Unterstützung und Abwärtstrend ist eigentlich schon echt verlockend, es wird immer spitze das Ganze und meine Vermutung ist und halte jetzt mich gerne für verrückt, dass die Aktie auf jeden Fall das überschreiten wird, den Abwärtstrend, und an dieser Ausbruchslinie bzw. Deckel nach oben laufen könnte. Es ist von aktuellen Kurs her so grob geschätzt, naja, knapp 10%, vor allem nach Ex-Dividenden-Day, muss ich echt sagen, das ist natürlich erstmal richtig verlockend und es kann durchaus sein, dass wir hier einen möglichen Turnaround sehen. Wie gesagt, wir spekulieren ja hier immer nur auf die Zukunft und nach meiner Annahme sieht die Zukunft gar nicht mal so schlecht aus. Ja, jetzt würde es mich einfach interessieren, was ist deine Meinung dazu? Schreib mal das gerne in die Kommentare rein.